Na, in diesem Video bekommst du von mir die ultimative Anleitung, wie du perfekt dein Ventilspiel erstmal kontrollierst und einstellst. Fast egal welches Modell. Deine Ventile und du, ihr seid nachher nämlich so. Bevor wir jetzt so richtig Gas geben können, müssen wir vielleicht noch vorab eine Frage stellen. Und zwar ist das die Frage, warum wir das überhaupt machen müssen. Ist ja eigentlich nicht so logisch. Doch, und gleich wisst ihr auch warum. Das Ventil selbst, das sieht so aus. Und hat die Aufgabe, die Kanäle gegen den Brennraum zu verschließen. Ich glaube, wenn ich euch das hier so zeige, dann erschließt sich der Sinn. Dabei wird das Ventil von der Nockenwelle betätigt. Darüber sprachen wir auch in älteren Videos schon 100 Mal. Das führe ich hier jetzt nicht nochmal an. Wird von der Nockenwelle quasi rausgedrückt und von der Feder wieder zurückgezogen. Dafür sind die Ventilfedern da. Bei diesem Aufdrücken und wieder zuziehen, Aufdrücken und wieder zuziehen, entsteht Verschleiß. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich euch das so auf der Kamera zeigen kann, ansonsten mache ich euch eine Detailaufnahme. Das werde ich dann hier einfach über meine Stimme legen. Das kannst du hier jetzt sehen, was ich meine. Und dieser Verschleiß, der an dem Ventil entsteht, dass sich das Ventil quasi in den Sitz einschlägt, das könnt ihr an dieser Rille sehen, die sich da in dem Ventil dann abbildet. Das ist das, was wir mit dem Ventilspiel einstellen, ausgleichen. Das ist deswegen so gemacht worden, weil es einfacher ist, das Ventil zu tauschen, als gleich den ganzen Sitz oder den Kopf. Das ist einfach ein kontrollierter Verschleiß, ein beabsichtigter Verschleiß. Einfach um das, ja, die haben das geringste Übel gewählt. Und das ist der Grund, warum wir die Ventile einstellen müssen. Denn in der Regel, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wird das Ventilspiel kleiner. Dadurch, dass hier diese Rille entsteht, ihr habt es ja gerade gesehen in der Nahaufnahme, das Ventil arbeitet sich also immer weiter in die Sitzrichtung, weil es ja hier dünner wird. Also wird das Ventilspiel oben rum gesehen, zeige ich euch gleich, weil das Ventil ja so gesehen nach oben wandert. Also in die Richtung gesehen wandert das Ventil ja weiter nach oben in den Sitz rein. Ne? Versteht ihr, wie ich das meine? Es kommt hier ja weiter raus. Dementsprechend muss dann dieses Spiel eingestellt werden. Diese Differenz zwischen dem Verschleiß und dem Sollmaß für das Ventileinbauspiel bzw. Ventilspiel, Ventileinbauspiel ist was anderes, Ventilspiel meine ich, muss eingestellt werden. Darum machen wir das Ganze. Es gibt eine Ausnahme, wann das Ventilspiel größer wird, und das ist, wenn diese Kipphebelrollen verschleißen. Sollte dein Motor oder Motorrad Kipphebelrollen haben und dein Ventilspiel wird unwillkürlich größer, dann liegt es daran, dass dieses verschlissen ist. Dieser Bolzen bekommt dann Spiel und dadurch kann dann dementsprechend beim Messen der Kipphebel weiter nach oben. Ich zeige euch nachher im Detail, warum ich von oben und unten spreche. Aber wenn das Ventil einen fixen Punkt hat und dieses hier sich bewegen kann, sprich das Füßchen von dem Kipphebel weiter Richtung Messpunkt wandert und das Spiel größer geworden ist, dann kann es nur an einer verschlissenen Kipphebelrolle liegen. Denn das Ventilspiel kann, also vom reinen Prozess her und vom reinen Prozedere, vom reinen Betrieb her, nur kleiner werden. Es sei denn, wie gesagt, die Kipphebelrollen geben auf. Bevor wir überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen können, müssen wir uns erstmal Platz machen. Auch wenn deine Freundin sagt, dass du relativ fingerfertig bist, hier kommst du trotzdem nicht ohne weiteres ran. Für alle Arbeiten, die wir hier jetzt durchgehen, reicht ein handelsüblicher Knarrenkasten. Ich nutze in meinem Fall hier den von KS Tools, der kostet irgendwie was mit 90 Euro und damit könnt ihr, ich sag mal, 98% des Motorrades zerlegen. Dann braucht ihr einen langen Schlitzschraubendreher im Falle der LC4. Seht ihr später. Ein bisschen Fett. Ich habe hier jetzt kurze Imbusschlüsse für die LC4. Einmal metrische Blattleeren. Da könnt ihr im Prinzip nicht viel falsch machen. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass es eine 500stel Abstufung ist, dass ihr dann auch in euer Messbereich reinkommt. Eine Taschenlampe ist gut. Dann habe ich noch diese Blattleeren hier, da sage ich euch gleich was zu. Und einen ganzen Haufen Ringschlüssel. Es kann sein, dass du, wenn du ein anderes Modell als die LC4 hast, ein bisschen anderes Werkzeug brauchst. Das merkst du dann aber relativ schnell individuell. Jetzt müssen wir uns erstmal Platz machen. Da gibt es noch viel zu sagen, das machen wir bei der Reihe nach. Jetzt machen wir uns hier erstmal Platz, damit ich das schon mal erledigt habe. Also, Sitzbank weg, Tankspoiler weg, danach Tank weg. Wenn du bei der LC4 den Tank abbauen willst, bzw. runterziehen willst, musst du hier rechts und links diese beiden Schrauben auch noch lösen. Die musst du tatsächlich auch nur rausschrauben und dann können diese Spitzen, die hier darunter ragen, in dem Fall hier dann dran vorbei. Das ist dann aber sehende Arbeit, da brauchst du dir dann keine Gedanken mehr drum machen. Benzinhahn nicht vergessen, sonst hängt ihr da dran wie ich. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Jetzt ist es so, krabbeln wir da einfach mal so ein bisschen drin rum und packen da mal die Kabel zur Seite, damit wir hier was sehen. Den Kerzenstecker zum Beispiel schon mal abziehen, nach unten packen. Jetzt schrauben wir hier
den Kondensator weg und hänge den beiseite, Tankrolle weg, auf der anderen Seite auch. Und dann zeige ich euch einen, sag ich mal, extra Schritt. Im Falle der LC4 mit Lüfter habt ihr dann hier ein schwarz-rotes Kabel. Das zieht ihr schon mal ab. Das wird gleich wichtig, nur wenn ihr hier gerade seid, könnt ihr das schon mal erledigen. Tankrolle und Co. ist weg. Anschließend löst ihr diese beiden Schrauben. Die halten nämlich den Lüfter. Das ist jetzt natürlich alles hier modellspezifisch für die LC4, aber ihr seht bei eurem Modell ja selber, was weg muss, ne? Wenn ihr die beiden Schrauben weg habt, dann könnt ihr euren Lüfter hier so, ja, wie soll ich sagen, rüberbiegen. Da ist ein bisschen Widerstand drauf, weil der hinten geklemmt ist, aber ihr könnt ihn dann hier rumziehen und rausziehen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Und dann könnt ihr den tatsächlich auch direkt rausnehmen, weil ich ja gerade eben schon das Kabel gelöst habe. Jetzt kommen wir platztechnisch ein bisschen weiter. Jetzt kommt die Tankrolle weg und der Entlüftungsschlauch von oben. Wenn ihr dann euren Entlüftungsschlauch hier weggenommen habt, so hier vom Kopf, vom Ventildeckel, dann könnt ihr da mal reingucken. Und sollte da noch so ein Metallsieb drin sein, das nehmt ihr da raus und schmeißt es in den Müll. Das braucht ihr nicht. Jetzt kommen wir hier der ganzen Sache ja prinzipiell schon mal ein bisschen näher. Im Falle der LC4 haben wir hier jetzt einen Dekozug. Der ist zum Dekomprimieren von dem Ding. In irgendeiner Art und Weise wird dein Viertakt-Einzylinder das auch haben, weil das wahrscheinlich einfach der Handhabung ein bisschen dienlich ist. In unserem Fall ist es so, dass wir den jetzt hier hochziehen. Sollte das nicht funktionieren, wie in meinem Beispiel jetzt den Motor eben einmal ein bisschen durchdrehen und kicken und treten. Jetzt habe ich ihn so ein bisschen über den Widerstandspunkt nach oben gedreht, sodass er da so fest sitzt. Und zwar machen wir das deswegen, damit ich ihn dann hier einfach rausschrauben kann. Der fällt gleich von alleine wieder runter. Das ist deswegen nur notwendig, damit wir uns hier den Zug nicht kaputt machen und uns nicht so rumquälen müssen. Jetzt wird es ein bisschen frickelig, da kann ich euch leider nicht bei helfen. Das müsst ihr, ja, selber machen und selber lernen. Jetzt geht es nämlich an die meiner Meinung nach beschissenste Aufgabe. Und zwar ist es, diese Schrauben zu lösen. Die 6. Also 3 vorne, 3 hinten, 6 in Summe. Ja, und dann gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Die Deckel müssen weg. Das ist der Grund, warum wir uns da den ganzen Stress gemacht haben. Und dadurch, dass ich jetzt die kurzen habe, einen kurzen zu haben ist gar nicht so verkehrt, kann ich nämlich mehr oder weniger von hier schon die Schrauben alle lösen, ohne mir hier einen abzubrechen. Und wenn man da vorher ein bisschen Fett dran gemacht hat, dann kann man die dann mit den Fingern rausdrehen. Und dann ist das nur halb so ein Gequäle, als hätte man dann die Standardschrauben drin. Ich werde mal gucken, ob ich die finde und werde euch die für die LC4-Fahrer in die Beschreibung verlinken. Und wenn ihr dann alle raus habt, dann mache ich hier einen kleinen Trick. Hier nehme ich mir noch einen kürzeren Imbus, damit ich hier unter diesem Punkt runter durchdrehen kann. Und wenn man, wie gesagt, sich die Mühe gemacht hat und die Gewinde nachgeschnitten hat, dann kann man dann einfach, wenn man das angelöst hat, hier zwischendurch greifen. Ich denke, dass ihr das sehen könnt. Und hier einfach ganz easy going die Schraube rausschrauben, ohne sich da einen abzubrechen oder abzuquälen. Ich werde jetzt gleich anfangen, ein paar Begriffe zu benutzen. Die lassen sich irgendwie auch alle aus dem Kontext raus erschließen. Bis auf einen, der allseits bekannte, berühmt-berüchtigte und gefürchtete obere Todpunkt. Das Ding an dem Bre ist, von dem Arschloch gibt es 2. Und wir müssen den richtigen suchen und uns zunutze machen. Ich zeige euch das nochmal kurz im Detail, glaube ich. Wir fangen in der Überschneidung an. Ansaugen, verdichten, zünden, ausstoßen. Und in der Überschneidung, habe ich auch schon mal erklärt, helfen die Abgase, die Frischgase rein und raus zu ziehen. Und alles ist so ein bisschen miteinander und ist ja auch egal. Darum soll es nicht gehen. Wichtig ist zu verstehen, dass wir nur in einem OT, also das wäre ein OT, der Überschneidungs-OT, und das wäre ein OT, der Verdichtungs-OT, dass wir davon 2 haben, und den Verdichtungs-OT, den brauchen wir und müssen wir finden. In dem Fall der LC4, also bei der alten LC4 ist es so, dass wir die Nockenwelle nicht sehen können. Bei der neueren ist es so, dass wir die Nockenwelle sehen können. Hier wären jetzt noch die Kipphebel drin. Aber hier ist es so, dass ihr da von außen drauf gucken könnt und ihr habt hier dann dementsprechend auch die Markierung da drauf. Solltet ihr sehen können. Wenn ihr jetzt 180 Grad weiter dreht, ist da keine Markierung mehr, sondern nur ein Loch. Dementsprechend wisst ihr, da müsst ihr hin. Das ist bei der 96 deutlich einfacher. Hier sehen wir die nicht, weil hier ja dieser Deckel da drauf sitzt. Die 96 hat auch einen Deckel, aber wie ihr seht, nehmt ihr den in Summe runter und könnt ihr reingucken, was ihr hier nicht könnt, weil der muss draufbleiben, um die Ventile einzustellen, und bei der 96 muss er ab, um die Ventile einzustellen. Das ist der mehr oder weniger einzige Unterschied. Hier ist es jetzt so, wenn ihr im richtigen OT seid und ihr bewegt die Nockenwelle,
dann bewegen sich die Kipphebel nicht mit. Drehen wir 180 Grad weiter, drehe ich die jetzt 180 Grad weiter, sprich in die Überschneidung, stehen die auf einmal unter Spannung. Das bedeutet, wenn ihr im richtigen OT seid, haben die sowohl die Kipphebel als auch die sowohl radial als auch axial Spiel. Und wenn ihr dann, das zeige ich euch gleich, am Hinterrad vorsichtig vorwärts und rückwärts dreht, werden die sich nicht bewegen. Das ist der erste Indiz dafür, dass ihr richtig seid. Der zweite Indiz ist, wie gesagt, dass die locker sind. Und der dritte Indiz sind die Takte selbst. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, damit das nicht zu verwirrend ist. Wenn man die Drehrichtung beachtet bei dem Motor, und das ist, wie ich schon mal gesagt habe, vorwärts, also in diese Richtung, dann ist es so, dass die, nachdem angesaugt wurde, also die Einlassventile gehen auf, nachdem angesaugt wurde, wird verdichtet. Das geht gar nicht anders, weil irgendwo muss die Energie herkommen. Danach kommt erst die Überschneidung. Das bedeutet, wenn ihr einen Lastwechsel habt und ihr das seht, dass bup, bup, Einlassventile zu und Auslassventile aufgehen, dann seid ihr im falschen OT. Wenn ihr die Einlassventile habt aufgehen sehen und das dauert dann einen Moment, bis ihr die Auslassventile aufgehen seht, das zeige ich euch gleich in unserem Beispiel da, dann seid ihr vorher im richtigen OT gewesen, nämlich zwischen Einlassventile gehen zu, er verdichtet und Auslassventile gehen auf, er stößt aus. Dann seid ihr im richtigen OT. Dann habt ihr drei Indizien. Einmal sind die Kipphebel und Dings lose. Kann ich das Hinterrad bewegen, ohne dass sich die Kipphebel mitbewegen? Das ist eben genau das. Dadurch, dass wir dann einen Moment Pause haben, so gesehen im OT, bewegt sich hier in dem Zeitraum dann nichts. Oder aber hat sich gerade das Einlassventil geschlossen und habe ich ein paar Grad Kurbelwinkel, bis die Auslassventile aufgehen. Zeige ich euch jetzt am Fahrzeug. Als allererstes gehen wir jetzt hin, und das betrifft auch alle Modelle, nicht nur LC4, und schrauben da mal eben die Zündkerze raus. Kleiner Pro-Tipp mittendrin. Sollte deine Kiste nicht so sauber geputzt und nagelneu aufgebaut sein wie diese hier, machst du bitte dir vorher die Mühe und hältst hier mal eben Luftdruck rein. Also hier eben einmal den ganzen Staub und Dreck da rausblasen, auch eben einmal drumherum. Vielleicht clevererweise, wenn die Ventilöffnungen hier noch abgedeckt sind, damit der ganze Dreck nicht in den Motor fällt, sollte da was sein. In dem Fall hier ist das irrelevant. Kleine Info noch am Rande bezüglich LC4. Egal welches Modell, egal ob Highflow, egal ob 600, 6, was weiß ich, völlig egal. Hier braucht ihr eine 16 bzw. also neu 16, alt 18 Dünnwand, damit ihr da überhaupt rankommt. Habe ich zufälligerweise da. So, in der Hoffnung, dass man das sehen kann, ich habe jetzt die Kerze raus. Und in dem Moment, wo ich hier jetzt auf den Kickstarter drücke, gehen die Auslassventile auf. Sprich, wir sind jetzt eben kurz hinter dem falschen OT. Das bedeutet, der Kolben geht jetzt runter. Der Kolben geht jetzt runter. Jetzt gehen die Einlassventile auf. Und jetzt, wenn wir jetzt im OT wären, wäre das der richtige. Jetzt sollten die Kipphebel und die ganze Scheiße auch lose sein, es sei denn, das ist jetzt wieder unter Spannung. Aber ich drehe mal eben zurück. Um den Motor jetzt zu drehen und um den richtig im OT zu positionieren, werde ich mir gleich eine Messuhr holen. Solltest du keine Messuhr haben, geht das auch anders. Zeige ich dir gleich. Jetzt zeige ich dir aber erstmal eben, wie du hier den Motor richtig drehen kannst. Und zwar machen wir Folgendes. Und zwar schalten wir den Motor jetzt mal eben einmal durch. Also 1, 2, 5. Und im fünften Gang kann man den Motor relativ easy vorwärts und rückwärts Richtung richtigen OT bewegen. Versuche ich das gleich mal eben irgendwie zu zeigen. Aber jetzt sieht man, die Kipphebel sich schon nicht mehr bewegen. Auf beiden Seiten nicht. Das bedeutet, ich bin schon im richtigen OT. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Nachdem die Einlassventile geöffnet haben und dann eine Weile quasi geschlossen sind, bis anfangen die Auslassventile sich zu öffnen, der OT, seid ihr richtig. Dann sind auch die Kipphebel lose, ihr habt da Spiel drin und hier unten seid ihr dann richtig gleich, mehr oder weniger. Im kurz suchen, da ist sie. Könnt ihr das sehen? Jetzt sind sowohl Einlass als auch Auslassventile lose. OT haben wir gefunden. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie stellt man das Ganze denn ein? Denn hier kommt der nächste dubiose Begriff ins Spiel, nämlich saugend. Saugend das Ventilspiel einstellen betrifft übrigens sowohl die alten LC4 als auch EXC-Modelle, als auch 690-Modelle, als auch alle anderen. Das, was ich euch jetzt sage, gilt überall gleich. Hier gibt es nur einen Unterschied. Hier wird das Ganze statt mit einer Einstellschraube mit sogenannten Shims eingestellt. Erzähle ich euch
danach. Okay, wie stellen wir das Ganze denn jetzt ein? Denn wir müssen ja irgendwoher das Maß haben, wie groß das Ventilspiel oder wie klein das Ventilspiel sein soll. Zum Thema Ventilspiel und Ventilspieltoleranzen würde ich euch bitten, bei den modernen Modellen, also so ab 2008 aufwärts, wo mit Chims gearbeitet wird oder wurde, euch an das Ventilspiel zu halten, was der Hersteller vorgibt. Das heißt, sollst du zwischen 0,08 und einem Zehntel im Einlassbereich beispielsweise bei der 96 einstellen sollen, dann mach das auch bitte. Liegst du in diesem Bereich, das heißt, du bist bei 0,08 oder bei einem Zehntel oder dazwischen, dann lass es so, dann ist alles in Ordnung. Mach da keine Experimente. Das gilt nicht für die LC4. Dort ist es so, gibt KTM ein Ventilspiel von 0,15 mm an. Das kann man auch machen, da ist überhaupt gar kein Problem dabei. Es hat sich aber im Laufe der Zeit herausgestellt, dass mit einem Zehntel im Einlassbereich und 0,12 mm, also 1,2 Zehntel im Auslassbereich, die Motoren ein bisschen ruhiger laufen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Kipphebelrollen bzw. das Ganze verschleißt. Es läuft einfach nur ein bisschen satter, ein bisschen sanfter. Es ist aber auch nichts falsch daran, die mit 0,15 zu fahren. Das überlasse ich euch. In unserem Beispiel werde ich das Ganze so einstellen, wie ich es angeführt habe. Sprich, Zehntel im Einlassbereich, 0,12 im Auslassbereich. Das macht ihr aber bitte auf eigene Gefahr hin. Das Ventilspiel an und für sich ist dazu da, um dem Ganzen ein wenig, wie soll ich sagen, Puffer zu verpassen. Der Kipphebel läuft ja über die Anlauframpe von der Nockenwelle an. Das heißt, die Rolle legt sich an oder liegt an und wird dann dementsprechend dann betätigt und gedrückt. Wenn dort kein Spiel drin wäre, dann ist es so, dass irgendwann das Ventil permanent aufstehen würde, da permanent irgendwie Druck auf dem Ventil würde und ihr hättet Kompressionsverlust oder. Ein weiterer Grund ist Thermik und Ausdehnung. Wenn die Ventile warm werden durch den Verbrennungsprozess und dementsprechend länger werden, muss dort eine gewisse Toleranz sein, weil wir sonst, wie gesagt, das Problem hätten, dass die Ventile irgendwann aufstünden. Das ist der Grund, warum man das macht. Bei älteren Motoren hat man dementsprechend ein bisschen größere Toleranzen, weil die Fertigungsgenauigkeit noch nicht so hoch war. Deswegen ist im Regelfall bei älteren Motoren auch ein größeres Ventilspiel zu wählen. Im Fall von dem Projekt ist es aber so, dass dort meine eigenen Ventile drin sind, die ich sowohl entworfen als auch entwickelt als auch habe fertigen lassen. Dementsprechend weiß ich, wie ich da bzw. wie knapp ich da fahren kann. Sollte bei euch alles relativ standardmäßig sein, solltet ihr euch auch an relativ standardmäßig halten. Eigentlich logisch, ich sage es hier nur eben einmal gerne dazu, damit dort keine Missverständnisse entstehen. So, jetzt habe ich hier meine Blattlehre und da es da drüben relativ eng und dunkel ist, zeige ich euch hier eben einmal, wie man das Ganze macht. Nun ist es ja so, dass das alles hier ein bisschen eng und beschissen ist, deswegen macht man Folgendes. Wenn man so eine normale Blattlehre hat, dann ist es ja so, dass die relativ schlapp ist. Ihr müsst aber ja irgendwie dahin kommen und im Zweifelsfall dazwischen messen und die da irgendwie dazwischen bekommen. Erster Trick ist der, ihr nehmt die Blattlehre und zieht die euch so durch die Finger, damit die so eine Nase bekommen. Ich hoffe, ihr seht, wie ich das meine. Und dann kann man nämlich, auch wenn man sich so ein bisschen durch die Gegend biegen muss, die da dann locker flockig dazwischen schieben, um dann hier dementsprechend das Ventilspiel zu messen. Mein Tipp an der Stelle ist, lösen, gleich von vornherein gar nicht rumhampeln, die blöde Schraube lösen, rausschrauben. Übrigens kommt bei der LC4 da der lange Schraubendreher ins Spiel. Ich brauche hier was zum Demonstrieren. Ihr schraubt die Schraube einfach raus. Und zwar so lange, bis ihr da ganz geschmeidig eure Blattlehre dazwischen bekommt. Und dann macht ihr Folgendes. Dann schraubt ihr das ganze Ding einfach wieder zu. Und zwar so zu, dass eure Blattlehre dann anschließend saugend da durchgeht. Das heißt, ich fange gar nicht groß an, da irgendwie rumzumessen. So, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt bei 14 oder 15 oder was weiß ich was. Mir alles vollkommen egal. Ich schraub auf, klatsch die dazwischen, schraub fest, Banane. Weil alles andere ist Zeitverschwendung. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr die Blattlehre richtig verwendet. Und zwar sollte die, Achtung, jetzt kommt's, das böse Wort, saugend, hört man das? Saugend da durchgehen. Saugend, schwierig zu erklären. Okay, pass auf, hier kommt der ultimative Tipp, wie du saugend rausbekommst. Ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, wie man das am besten vermitteln und erklären kann.
Du nimmst dir eine 1 Liter Flasche mit einer Flüssigkeit deiner Wahl. Wichtig ist, dass die unten hier so einen Boden hat, damit die aufliegt und du auch richtig fühlen kannst, was ich meine. Dann stellst du die auf deine Blattleere drauf und ziehst die darunter weg und schiebst sie so ein bisschen hin und her. Diesen Widerstand, den du dabei hast, und dabei ist die Oberfläche egal, weil das das Gewicht ist, was es ausmacht, diesen Widerstand, den ihr dann fühlt, den könnt ihr quasi vorher eben einmal üben und prüfen. Das ist ungefähr saugend und ungefähr so, wie ihr das Ganze handhaben und einstellen müsst. Nur damit ihr so ein Gefühl für den Widerstand bekommt, den ihr dann haben müsstet oder solltet. Okay, gut. Also Blattleere dazwischen, festschrauben, bis sich das saugend anfühlt. Dann mit dem Schraubendreher so ein bisschen kontern. Denn wenn ihr jetzt den Ringschlüssel, in dem Fall ist es, aufsetzt und die Schraube anzieht, werdet ihr zwangsläufig ein wenig die Stellschraube Richtung stramm verstellen. Deswegen erst das Ding aufsetzen, also alles im eingebauten Zustand, das mache ich hier jetzt nur repräsentativ, aber das sollte sich von selbst erklären. Aufsetzen, so ein bisschen den Schraubendreher in Richtung stramm halten, also ein bisschen lösen quasi, und während ihr das auf Spannung haltet, die Schraube festziehen. Wenn sich die festgesetzt hat, könnt ihr die auch weiter drehen, ohne dass sich die Stellschraube mit verdreht. Hier die nächste Frage, die ich mit beantworten möchte. Wie fest soll das Ganze denn sein? Und jetzt muss ich handfest erklären. Und zwar gibt es handfest, es gibt mein Handfest und es gibt das Daro-Handfest. Durch die jahrelange Übung, weil ich ja auch jeden Tag hier Ventile einstelle, aber ihr wisst, was ich meine. Genau richtig. Und zwar ist es so, handfest zu erklären ist äußerst schwierig, aber es ist ungefähr 8 bis 12 Newtonmeter. Und das ist das, was ich den Schrauben geben würde, damit die sich A nicht lösen und die Schrauben dann durch den Motor purzeln und alles zerstören. Oder aber, dass ihr sie beim nächsten Mal nicht wieder aufbekommen, weil sie zu fest sitzt. Handfest bedeutet, wenn die Schraube lose ist, also lose, sich nicht bewegt, kurz bevor sie anfängt zu ziehen. Hier ist dieser Punkt, wo sie anfangen würde zu ziehen. Und jeder, der schraubt, weiß, was für einen Moment ich meine, wo es einfach schwergängig wird. Einmal die Hälfte von 45 Grad. Das ist handfest. In dem Moment, wo ihr hier drücken würdet, wenn ihr einen Abdruck in der Hand bekommt, das ist meiner Meinung nach mehr oder weniger die richtige Festigkeit. Das kommt nur dann, wenn man das richtige Drehmoment, ich sag mal, erreicht hat. Seid ihr zu schlapp, habt ihr diesen Abdruck nicht. Ne? Ihr habt diesen Abdruck einfach nicht. Wenn ihr richtig wart, dann habt ihr diesen Abdruck in der Hand. Und ungefähr so könnt ihr euch handfest vorstellen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es andersweitig runterbrechen soll. Denn in dem Bereich kommt ihr nicht mit einem Drehmomentschlüssel dran. Das heißt, ihr müsst euch auf euer Handgelenk verlassen. Im Zweifelsfall gilt, lieber ein bisschen zu fest als ein bisschen zu lose. So, kommen wir zum Ausnahmefall 690. 690 hat keine Stellschrauben mehr. Übrigens, das gilt bei allen KDM-Modellen, unabhängig von LC4. Egal ob EXC oder nicht, alles was Einstellschrauben hat, funktioniert genauso. Nichts anderes. Bei der 690 funktioniert das auch genauso. Du findest genauso den OT. Es gilt alles das Gleiche. Außer eine einzige Sache, nämlich dass hier Chims genutzt werden. Das siehst du hier an diesen Löchern. Ich hole mal den anderen Kram. Da das alles im Arsch ist, habe ich das schon rausgerissen und dementsprechend neu bestellt. Um das hier zu zeigen, reicht das aber. Alles, was ich gerade erklärt habe, funktioniert hier genau so. Nur, dass du, um das Ganze einzustellen später, zerlegen musst. Was aber irrelevant ist, weil es super leicht geht. Vielleicht habe ich das Vergnügen, irgendwann mal eine 690 hier stehen zu haben und ich mache ein explizites Beispiel für 690. Jetzt muss es so halt erstmal reichen. Also, hier sind die sagenumwogenen Chims. Das sind so Platten. Im Prinzip sieht das aus wie Knopfbatterien. Und ich glaube, viel mehr ist das auch nicht. Und die haben immer ein Maß. Und um das ganz einfach zu visualisieren, stecke ich die hier jetzt mal wieder rein. Und ihr messt statt zwischen dem Füßchen und dem Ventil zwischen Kipphebel und, also zwischen den Füßchen und den Plättchen. Dort ist es so, dass dort keine Stellschrauben mehr genutzt wurden. Das hat man deswegen gemacht, weil weniger Gewicht. Weniger Gewicht im Kurbeltrieb, gleich weniger rotierende und beschleunigte Masse, gleich weniger Oszillation, gleich mehr Haltbarkeit und mehr Leistung. Ganz einfache Sache. Grundsätzlich ist das Prinzip nicht schlecht, nur ist halt überholt. Und hier messt ihr genauso nur zwischen dem Hebelchen und dem Druckplättchen. Sagen wir in dem Beispiel, okay,
Das Ventilspiel ist deutlich zu klein. Wir sind nur noch bei 0,06 mm statt 0,08 bis 0,10, sprich einem Zehntel. Und das Plättchen ist so gesehen zu Ende mit seiner Stärke. Es reicht nicht mehr aus, um das Ventilspiel, was wir brauchen, bereitzustellen. Dann funktioniert das folgendermaßen. Nockenwelle raus, ihr zieht die Wellen, nehmt den Kippel raus, dann schnappt ihr euch Magneten und zieht damit das Plättchen raus. Ihr habt ja das Ventilspiel gemessen und ihr wisst, wir sind bei 0,06 beispielsweise. Dann wisst ihr, okay, wir brauchen ein dünneres Plättchen, um wieder mehr Platz zwischen Kipphebel und Ventil zu bekommen. Normalerweise steht das auf den Plättchen drauf. Allerdings ist es so, dass ihr dann das Plättchen messen müsst und dann wisst ihr, das hier hat ja, 2,75. Ihr wählt dann halt das nächste passende Plättchen. Hier gilt das Gleiche, was ich ansonsten zu der LC4 gesagt habe. Ihr tauscht dann dieses Plättchen aus mit den dazu passenden Dimensionen. Wenn ihr es nicht auf 0,08 schafft, weil das Plättchen in der passenden Dimension nicht zur Verfügung steht, so sage ich jetzt mal, dann nehmt ihr das nächstgrößere Ventilspielmaß. Deswegen habt ihr da eine Toleranz drin, von 0,08 beispielsweise bis 0,12. Ihr nehmt dann das Plättchen, was ihr habt, um in dieser Range zu bleiben und dort zu landen und das dort anpassen zu können. Wir brauchen jetzt zum Beispiel, wir hätten Luft knapp 0,05. Und es gibt dieses Plättchen dann als 2,70. Dann wird das Plättchen von 2,70 da eingelegt und so, dass ihr dann mit einem Ventilspiel von statt 0,06 bei einem Ventilspiel von ja, ungefähr einem Zehntel dann rauskommt. Das Ganze dann wieder saugen, prüfen, messen, fertig eingestellt. Das ist der ganze Zauber. Alles andere gilt hier 690, AXC, was weiß ich, genauso wie alles andere auch, nur dass das der einzige Unterschied ist. Und um das vielleicht auch noch zu ergänzen, es gibt Modelle, die haben hier dann noch so Töpfchen drüber, wo die Nockenwellen direkt auf die Töpfchen drücken, statt es über Kipp- oder Schlepphebel zu machen. Da funktioniert das genauso, nur dass man dann zwischen Nocke und diesem Stößelchen, sieht aus wie so ein Topf, dann misst. Funktioniert ansonsten genauso, man zieht dann das Töpfchen raus, da sind die Chims dann drin, die nimmt man raus, macht und alles andere verhält sich genau gleich. Nur das ist der eine und einzige Zauber bei diesen ganzen Sachen. Ich hoffe, ihr habt mir folgen können. So, bevor ich hier jetzt aber wirklich einstelle, mache ich mir nochmal einmal die Mühe, mit einer Messuhr den absolut allerhöchsten Punkte zu finden. Genauer geht das Ganze leider nicht. Auf der 80 ist mein absoluter OT. Höher geht's nicht. Wenn wir uns dann hier unten eben einmal die Markierung angucken, dann ist die Markierung verschwunden. Das ist der Grund, warum ich das zum Beispiel mit einer Messuhr habe und habe mir dafür extra von einem Kumpel diese Art Vorrechnung hier machen lassen. Genauso wie auch zum Auslitern von dem Ganzen. Das ist das Gegenstück dazu. Solltest du dich nicht anhand der Markierung orientieren wollen sollen, kannst du das auch mit ganz viel Gefühl mit einem Schraubendreher machen. Man hat nämlich einen gewissen OT-Bereich, der ginge hier in dem Fall wahrscheinlich irgendwo von 70 bis 90. Wenn ihr in dieser Range seid, ist das immer noch genau genug für dieses Ventilspiel, nur ich will es 100% haben und deswegen die Uhr. Jetzt wird eingestellt, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Das mache ich jetzt aber mal eben alleine, weil Gimbalblatt, kein Stativ. Ich bin hier jetzt schon im Einlassbereich angekommen und ihr solltet das sehen können. Ich habe da ganz die Schraube rausgedreht, um da einfach zwischenstecken zu können. Zeige ich das jetzt hier eben an dem Beispiel einmal. Und dann kann ich von hier mit meinem langen Schraubendreher und das Ganze dann dementsprechend passend einstellen. Eine weitere Community-Frage war, wieso ist mein Ventilspiel, nachdem ich es eingestellt habe, anders? Ich kann einmal die Blattleere, kriege ich die da kaum dazwischen. Und wenn ich dann eingestellt und die Schraube angezogen habe, wobei es ja eigentlich theoretisch fester werden sollte, weil man ja in kleiner Einstellen Drehrichtung festzieht, danach ist das Ventilspiel aber größer als vorher. Das liegt ganz einfach daran, dass wenn ihr hier mit eurem Schraubendreher gegenhaltet, es ist alles leider echt extrem beschissen zu filmen, aber wir kriegen das hin. Wenn ihr hier jetzt mit eurem Schraubendreher draufdrückt, um dagegen zu halten und ihr seid ein bisschen angespannt, dann drückt ihr mit relativ viel Kraft von hier oben oder mit einem kürzeren Schraubendreher
darunter. Und dadurch wird das Ventilspiel natürlich kleiner. Und wenn du dann dein Saugen prüfst mit deinen Fingern, du machst dann Flubbel-Lubbel und denkst, oh, ist ja schön, das langt so, ziehst raus, drehst fest und auf einmal ist das Ventilspiel wieder ein Zehntel größer, es liegt genau da dran, weil du von oben da runter drückst. Das heißt also immer, wenn du prüfst, ohne Druck von oben. So, und nachdem ich dann hier fertig bin mit Einstellen, haben wir dann sowohl radial als auch axial dementsprechend da das Spiel. Einlass seitig genauso. Und bevor ich jetzt anfange, das alles wieder zusammenzubauen, nehme ich mir nochmal meinen Ringschlüssel und ziehe die alle nochmal so ganz vorsichtig eben einmal nach, damit ich mir sicher sein kann, okay, die sitzen alle dementsprechend unter Spannung. Solltest du nämlich vergessen, die anzuziehen, hat sich das alles relativ schnell erübrigt und du hättest dir die Arbeit sparen können. Jetzt alles genauso rückwärts wieder zusammenbauen, wie du es zerlegt hast. Bei der Gelegenheit, ich will gerade zusammenbauen, ich habe gerade hier schon wieder halb abmoderiert, aber die Frage kam auch auf von Instagram, soll ich neue Dichtungen verwenden? Und ich sag mal so, ja, kannst du, musst du aber nicht. Hier oben kommt immer relativ wenig Öl in Anführungsstrichen an. Die Dichtung, also solltest du zum Beispiel deinen Motor gerade revidiert haben und du machst jetzt das erste Mal Ventilspiel einstellen, so wie ich, kannst du die auch noch ein zweites und vielleicht auch noch mal ein drittes Mal benutzen, dann würde ich die aber vielleicht austauschen. Also die Dichtung hier im Falle der LC4 oder die älteren EXC-Modelle. Einfach ein bisschen Fett dran, wieder einsetzen, das ist schon dicht. Wichtig bei der Montage von dem Ganzen ist, dass euer Dekohebel hier schön wieder aufliegt. Und dass das alles schön locker flockig läuft, dass hier kein Kabel irgendwo ansteht, dass ihr hier die Sachen, die ihr braucht, ein bisschen, wie soll ich sagen, freilasst. Also davon, da meine ich zum Beispiel den Stecker mit für den Lüfter, der gleich wieder kommt. Also Dekozug einhängen, Kerze rein, Kerzenstecker drauf, ansonsten funkt gleich gar nichts und ihr kriegt Panik. Das muss nicht sein, da eben einmal nachgucken, generell immer erstmal gucken, bevor man Panik kriegt, das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr sollt hier ja auch von meinen Erfahrungen lernen können und dürfen und sollen. Ich habe mal einen Fehler gemacht und das Kabel für den Lüfter hier hinterlang gelegt, weil ich gedacht habe, ja, bist ein pfiffigen Kerlchen, ne? Dann hast du es nicht immer im Weg, dann kommst du da immer ran und kannst machen. Ja, was ich nicht bedacht habe, ist, dass das Kabel durchhängt oder durchhängen kann. Und dann ist mir das hier auf die Krümmer gefallen, hat einen kurzen verursacht und es ging gar nichts mehr. Also bei meiner roten, ne? Nicht hier. Also immer schön alles von den Krümmer weg. Das hier soll kein Beispiel sein. Das passt einfach nicht anders. Auf der anderen Seite ist im Falle der LC4 zu beachten, dass ihr hier auf jeden Fall, auf aller Fälle, euren Schlauch wieder drauf schraubt, weil sonst das Öl nämlich Pitcher, Pitcher, Pitcher macht. Und dann Krümmer und dann Qualm und erst recht Panik und eine Menge Theater wegen dem blöden Schlauch. Ganz, ganz wichtig, unbedingt dran denken. Wenn wir uns dann von dem ganzen Blödsinn, den wir hier gemacht haben, überzeugt haben, Tank drauf, dann Seitenverkleidung dran. Hier die Schrauben nicht vergessen anzuziehen. Benzinschlauch wieder drauf. Und am besten mit sauberen Händen dann die Sitzbank wieder drauf. Und schon ist das Ventilspiel eingestellt. Schon. Wenn du ungeübt bist, dann bist du damit relativ zügig mal 2 Stunden beschäftigt. Ich brauche ungefähr 1 Stunde, wenn alles ein bisschen mitläuft und keine Schrauben festsitzen oder. Ansonsten hilft es nichts und man muss sich da die ersten Male so ein bisschen rantasten, alles mit ein bisschen Sinn und Verstand, das Ganze umsetzen, was du hier heute gelernt hast. Düm, düm, düm. Die 670 hat keinen Zündfunken mehr. In dem Moment, wo das Ventilspiel eingestellt war und ich sie rausgeholt habe, springt sie nicht an. Später ist ein Freund von mir vorbeigekommen, wir haben zusammen nach dem Funken geguckt, sie hat keinen Funken mehr. Ich schätze mal, es war der Pickup. Um euch trotzdem das Geräusch zeigen zu können, wie es nach dem Einstellen des Ventilspiels bei der LC4 klingen soll, habe ich meine rausgeholt, nur damit hier keine Verwirrung entsteht, warum die plötzlich rot ist. Ich wollte ja auch keine Weltreise machen. Ich wollte ja eigentlich nur ihm zeigen, wie das dann klingen soll, wenn man das richtig eingestellt hat. Aber Monsieur 670 weiß es jetzt ja besser. Aber auf dich ist Verlass, ne? Was soll ich euch erzählen? So. Man achte gleich
Man achte gleich während der Fahrt auf das markante Tickern, was ihr hier vorne auch hört. Dieses Tick, 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 Tick. Das ist das, was ihr hören wollt im Falle der LC4. Ich denke, dass ihr das hören könnt, je nachdem, wie gleich die Windverhältnisse sind, aber ich werde es nicht übertreiben. Dieses Tick, 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 Tick. Das ist euer Ventilspiel. Okay? Tick, 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 Tick. Wenn du jetzt noch ein Video davon sehen willst, wie ich das Top-End von diesem Motor zusammengebaut habe, dann guckst du dir einfach dieses Video an und hier kannst du mich abonnieren, falls du das noch nicht getan haben solltest. Ich reiß mir hier den Arsch für dich auf, ich schwitze mir einen ab, ich schraube mir einen ab, ich blute mir einen ab. Gerne mal rein abonnieren, Glocke aktivieren. Wir werden jetzt brapisieren bis Montag. Ach so, Montag. Jetzt kommt den Montag das Video. Wird 100% Werbevideo sein, aber das ist gut für dich. Vertrau mir. Babam.